Also herzlich willkommen zum Hunt Wave Tournament Cup ESC eSports gegen gute Noobs. Und ihr seht, es geht schon los. Simonk kommt rein mit Superdrachen. Hat hier den Flameflinger ausgewählt. Will hier von oben das Rathaus rausholen. Ja, muss da ein bisschen aufpassen. Hier steht ein Multimörser. Oh, ob da ein Riese reicht. Er spielt noch den zweiten hinterher. Den hätte er relativ schnell spielen müssen, aber er will natürlich auch nicht, dass hier der Multimörser relativ auf oder gleich auf beide Riesen drauf geht. Oh, den Freeze hätte es ein bisschen erst später spielen müssen. Jetzt muss er nochmal. Ist halt natürlich doof, dass da gleich drei Geschosse drauf kommen, aber das passt soweit. Mal gucken, ob der Flameflinger überhaupt aufs Rathaus drauf geht. Das sehe ich noch nicht ganz. Interessiert ihn nicht. Er spielt trotzdem seinen Stiefel hier runter. Ist auch genau richtig. Sehr frühe Warden Ability. Wir lassen oben mal den Flameflinger drauf. Und er geht aufs Rathaus. Also das passt. Das Rathaus wird rausgeholt. Sehr schön. Die Queen ist ein bisschen langsam. Die Superdrachen gehen da nicht ganz nach oben. Der Feger macht sein Übriges. Ihr seht, der Feger drückt die Drachen weg vom Inferno. Da muss er freezen. Am besten gleich nochmal. Nein, muss er nicht. Der Feger hat irgendwie die Arbeit eingestellt. Das passt. Der Single Inferno in der Mitte ist nervig. Ihr seht, der holt da jetzt leider einen Drachen nach dem anderen raus. Wunderschöner Freeze. Geht auf den Single. Boah, das Rathaus. Das Rathaus ist raus. Rathaus wäre, glaube ich, auch so rausgegangen. Jetzt kommt erst zum Schluss der King und der Royal Champion. Die sollen hier Scattershot rausholen. Das sieht hier mega aus. Respekt, Simon, vor dem Plan. Schaut euch den King an, wie der da alles vom Royal Champion weghält. So, er kann noch drei Helden zünden, die hier am Start sind. King ist jetzt gezündet, macht da noch richtig Power. Royal Champion wird auch noch gezündet. Also, das sind hier gleich am Anfang drei Sterne. GG an den Simon. Genauso muss das laufen. Respekt, richtig geiler Fight. Hut ab davor. Mojoka kommt rein. Was hat er dabei? Er hat ein Queen Charge Hybrid am Start. Keine Blitzzauber für den Single Inferno. Also sind wir mal gespannt, was er sich hier ausgedacht hat. Er lässt sich erstmal ganz in Ruhe Zeit. Jetzt kommt die Queen. Ein Babydrachen auf der rechten Seite. Also er will direkt hier in den Single reinchargen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Erster Mauerbruch, gleich kommt der zweite Mauerbruch. Und dann sollte er bis zum Single kommen. So, Wood, Freeze. Nein, er spielt erst den Freeze, jetzt den Boot. Sollte aber auch passen. Oh, die Queen, freezen! Oh, hätte er, glaube ich, sogar ohne Freeze hinbekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Aber alles gut. So, das heißt, er wird jetzt hier gleich den King unten auf der Seite spielen. Wartet noch einen kleinen Moment, dass die Queen auch das rausholt, was sie rausholen soll. Aber das sollte im Normalfall passen. Okay, die Sneakies, die waren crazy. Kann auch sein, er spielt hier von oben rein. Aber er müsste so langsam mal die Sache hier ins Rollen bekommen. Nein, da kommt er von unten rein. Sehr schön, da hätte auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, einen Heilzauber richtig gut getan. Die Queen steht im Warden, das ist nicht wirklich gut. Er müsste da oben den Warden freezen. Und den X-Bogen am besten, aber das macht er nicht. Er zündet leider die Queen. Der Freeze ist vom Eisgolem, der damit in der Clanburg war.
Der Royal Champion hat hier schon mega eine auf den Sack bekommen. Der Warden war auf jeden Fall schön. Da ist so gut wie alles getroffen worden. King macht auf der rechten Seite richtig viel Palette. Ihr seht das, das sieht hier richtig gut aus von Mojoka. Die Queen ist aber leider raus. Der Warden war da einfach zu stark. Der letzte Heilzauber ist geschmissen auf die ganze Truppe von den Minern und Schweinereitern. Das kann hier noch was werden. Er muss nur sehen, dass der Scattershot so schnell wie möglich rauskommt. Mega Mauerbruch hier für die Magier, für den King. Royal Champion ist schon gezündet worden, aber schaut euch die Mine an. Das sieht doch hier richtig, richtig gut aus. Also, genauso muss man auf einen Triple antworten. Mojoka holt hier den nächsten Triple, den ersten Triple für gute Noobs. Also, GG auf jeden Fall an Mojoka und das wird ein richtig, richtig geiles und spannendes Match. Mark kommt rein, Marki 9, mit einem super Hexen-Smash. Warden Walk am Anfang und hat hinten raus noch Fledermäuse am Start. So, dauert natürlich alles einen kleinen Moment. Auch hier wieder wird die Eule geopfert. Man stellt halt auch einfach nicht um, ne? Die Eule passt halt zum Warden wie Arsch auf Eimer. So, mal gucken, wie lang er sich Zeit lässt, weil die Superhexen sind natürlich auch mega langsam. Er müsste jetzt langsam mal die Heiler spielen. Er müsste langsam mal einen Wut spielen, dass das hier schneller durchgeht, dass der Adler endlich rausgenommen wird. Nein, er will den Adler gar nicht rausnehmen. Hä? Er lässt sich hier eine Minute Zeit und lässt den Adler im Spiel. Ich bin ganz ehrlich gesagt maximal irritiert. Aber Marki wird schon wissen, was er da tut. So, die Blimp fürs Rathaus. Das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Die erste Superhexe draußen ist da schon weg. Die Heiler ziehen endlich mit in die Mitte rein. Er müsste langsam mal den Warden zünden. Oh, jetzt kommen die ganzen schwarzen Minen. Also der Warden war keine Sekunde zu spät gezündet. Hat, glaube ich, auch alle anderen Minen gefunden, die dann in irgendeiner Form und Weise da rumfleuchen. Ah, das erklärt einiges. Er kommt jetzt hier von rechts mit seinen Fledermäusen. Er müsste einen Freeze opfern für die Tesla-Farm. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut für seine Bats, weil die einfach viel zu viel rausgenommen werden. Habt ihr gesehen, da ist schon richtig was draufgegangen. Freeze den Single dann. Nein, brauchst du nicht. X-Bogen wird rausgenommen. Sehr schön. Das sieht hier auch gut aus. Habe hinten raus noch einen Eisgolem. Noch zwei Freeze-Zauber. Eieieiei. Das ist hier ein richtig geiles Match. Schaut euch hier den nächsten Triple an. Noch 29 Sekunden. Auch das sollte im Normalfall reichen, oder? Zieh durch. Er hat den Royal Champion dann noch mit dabei. Der macht da auf jeden Fall richtig Ballett. Unten hat er ein paar Magier am Start, die da auch gut aufräumen. Noch zwei Lager, die Fledermäuse machen da nicht viel kaputt. Aber mit Lassie am Start, mit den Fledermäusen, mit dem Royal Champion, reicht doch das. Komm Junge, auf geht's. Also GG hier zum nächsten Triple, genauso Mutters Marki hier. Ohne Probleme, richtig geiler Fight. Das mit dem Adler habe ich nicht verstanden, hinten raus hat sich dann doch erklärt. Sean kommt jetzt rein. Mit Super Drachen hat hier drei Rocket Loons dabei. Da wird hier gleich die Blimp von links kommen. Nein. Der Flameflinger, okay. Beben fürs Rathaus. Das passt soweit alles.
So. Aber was macht er noch? Sean, du musst spielen. Reicht ihm der Flameflinger für die komplette Base? Nein, jetzt kommt er von oben mit der Queen. Er wollte hier wahrscheinlich etwas warten, damit die Superdrache nicht aufs Rathaus gehen. Aber gehe ich da nicht einfach von rechts oder von links rein, dass ich da nicht aufs Rathaus gehe? Also, Superdrachen sind relativ schnell, also das macht hier nichts, dass er so lange gewartet hat. Er müsste nur relativ frühzeitig hier mal den Warden zünden, der kriegen schon richtig einer auf den Sack, ihr habt's gesehen. Musste da einen Freeze aufs Rathaus schmeißen, ich hätte eventuell einfach nur den Warden gezündet, das hätte auch ausgereicht, denke ich mal. So, da kommt sogar noch ein Superdrache raus. King ist super am Start, er kann gezündet werden, das sieht hier auch richtig gut aus. Was jetzt ärgerlich ist, da ist noch ein Held in der Mitte. Ihr seht, der Royal Champion ist jetzt am King am werkeln. Das ist nicht wirklich gut. Jetzt ist er drüben bei der Queen. Der läuft aber schön hin und her. Das passt auf jeden Fall. Er hat hier noch Wut und Freeze. Oh nein! Die Queen in der, in der Ability gestorben. Habt ihr das gesehen? Oh, der Freeze war schlecht. Und das sah gar nicht so schlecht aus, was er hier gemacht hat, aber das wäre dann leider nur 87% für die Noobs. Sehr, sehr schade. Muffin kommt rein. Muffin will hier mit einem Queen Charge Lalo die Base legen. Auch hier hat er wieder den Single hinten raus oder hinter dem Rathaus. Hat einen Stone Slammer aktiviert. So, auch er lässt sich mega viel Zeit. So, kommt hier rein mit einem Yeti und einem Magier für den Funnel. Der King wird schon gespielt. Der King soll jetzt nach oben laufen. Das sieht gut aus, das sollte passen. So, Royal Champion ist auch mit am Start. So, Jump. In die Mitte der Base sogar vielleicht. Boah, das wird ein mega Plan. Jumpt er hier zum Rathaus oder jumpt er rein zum Multi? Er musste die Queen hier schon zünden. Hat da vergessen. Oh, der Jump. Was ist damit? Geht er zum Rathaus und zum Multi? Oh, Muffin. Wichtig ist, dass hier erstmal die Luftabwehr rausgeht. Die Luftabwehr ist raus. Das heißt, seine Heiler sind safe. So, er muss hier definitiv noch einen Wut spielen. Multi geht raus. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, springt die Queen gleich nach links und holt das Rathaus raus. Mega Jump. Respekt, mein Lieber. Tesla Farm gefunden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, es fliegt jetzt irgendwie nichts zum Multi. Jetzt fliegt der Drachenreiter hin. Also alles gut. Sehr schön. Die Queen ist da immer noch am Start. Geht nicht in den Rathausbeusen rein. Hat jetzt aber noch einen Freeze für den Single Inferno. Lauf doch nach rechts, Mädchen. Ah. Kannst du dir nicht ausdenken? Also ihr seht, es läuft nicht alles nach Plan. Wenn die Queen einfach nach oben steppt, holt sie hier den Royal Champion raus und sie holt definitiv auch den Single Inferno raus. Eule. Eule carried. Eule carried. Hol den Royal Champion raus, Mann. 40 Sekunden, das kann hier auf jeden Fall noch was werden. So, Royal Champion ist raus. GG an Muffin. Respekt, mein Lieber. Alle Register gezogen, bis zum Letzten gekämpft hier. Das war hammerhart.
So, Vini Vici kommt jetzt hier rein mit einem Queen Charge Hybrid. So, läuft hier erstmal von links Richtung Rathaus. Eventuell layert er gleich nochmal, um auch den Scattershot rauszukriegen mit der Queen. Oder kommt die Queen da sogar ran? Aber ich finde, das sind vier Felder. Nein, da kommt der Layer. Der war auf jeden Fall wichtig. Das heißt, die Queen steppt da rein, holt den Scattershot raus. Sehr wichtige Wutzauber. Jetzt aufpassen, wenn der Royal Champion drauf geht. Aber das passt soweit. Flameflinger von rechts. Also alle. Was macht denn die Queen? Gift, Freeze, Gift. Oh, die Queen. Oh, warum steppt die da rein? Ist die denn noch zu retten, die Dame? Jetzt natürlich mega ärgerlich. Der Flameflinger wird jetzt nicht. Wird jetzt nicht das holen, was er soll. Ah, sehr, sehr schade, Vini Vici. Was war da nur los? Die Queen ist hier mehr als auf Abwägen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und das Schlimme ist, jetzt sind die Super Lucky ist da noch voll aktiv, ihr seht's. Das heißt, das muss hier der Royal Champion irgendwie rausnehmen. Aber der Royal Champion ist 10 Meter weg von den Teilen. Die Eule muss da carryen, ihr seht's. Ah, ist das ärgerlich. Die Eule juckt die überhaupt nicht. Oh Mann. Die Queen versaut hier den Fight. Ist aber natürlich auch mega schwer, durch die ganze Base durchzugehen, wenn am Ende der Adler steht und noch einen Multi. Das war auf jeden Fall sehr mutig. Die Super Lakaien holen hier die Death. Ihr seht, das werden hier nicht mal 80%. Der Single Inferno ist auf der Queen. Die Queen ist noch am Leben. Das dauert hier noch ewig. Aber viel mehr wird es leider nicht. Ah. So, wir schauen natürlich noch bis zum Ende. Wird hier noch 1-2% holen. Ah, die Queen ist hartnäckig. Das muss man hier lassen. 3%, 77% werden es. Nein, es werden sogar 78% zum Plus. Schade. Let's Play Lalo kommt jetzt rein. Und was hat er am Start? Natürlich einen Lalo. Er hat 3 Skelly Spells dabei, okay. Ganz kurz an Skelly Donut gedacht, aber wir haben nur einen Invest. Das reicht dafür nicht. So, Queen läuft sehr schön von oben in die Base rein. Er sollte im Normalfall ganz alleine das Rathaus rausbekommen. So, der Part passt. Jetzt kann er sich um irgendetwas anderes kümmern. So, auf jeden Fall schon mal ein hochkomplexer Fight hier. King geht drüben bei der Queen rein. Ihr seht es mit Multi, mit Teslas ist das natürlich mega hart. Er muss auf jeden Fall den Giftzauber schmeißen. Dort kommen ganz schön viele Truppen an. Er zündet auch den King. Er will hier den Multi auf jeden Fall bekommen. Und er will auf jeden Fall auch die Queen bekommen. Aber das wird leider nichts. Der hätte einfach wesentlich später seine Skelettzauber spielen müssen. Jetzt muss er gucken, dass er hier auf so viele wie mögliche Prozente kommt. Und so, er spielt die den Stone Slammer in die Queen. Ihr seht, das hat nicht ganz funktioniert, wie er sich das ausgedacht hat. Da wollte er eigentlich natürlich, dass der Stone Slammer den Adler rausholt und dadurch den Lalo-Part
nach links drückt. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt ist das hier ganz, ganz wild. Ein paar Loons da, ein paar Loons da. Headhunter auf der Queen. Die werden aber rausgenommen. Die Queen auf dem Lalopar drauf. Und ihr seht, das läuft überhaupt nicht nach Plan. Auch der Royal Champion, der da reinkommt, ist da nicht wirklich sehr effektiv. Das werden dann hier nur knapp über 70% der Royal Champion. Wird nicht mehr viel mehr rausholen. Er hat dann gleich einen X-Bogen drauf. Hat dann gleich hier die ganzen Welpen drauf. So, er hat noch ein paar Trüppchen, die er spielen könnte. Ihr seht, er spielt sie auch. Muss natürlich hier versuchen, so viele wie mögliche Prozente zu holen. So. Er lässt auf jeden Fall hier den Welpen da wunderschön hin und her fliegen. So, also, es werden dann 74% zum Schluss. Schade, schade, schade. Hunter kommt rein für die Noobs. Und wie gesagt, er muss trippeln, damit hier noch eine Chance auf den Sieg besteht. Er macht hier einen Queen Charge mit E-Drachen. Kann ich ganz ehrlich sagen, sehe ich in letzter Zeit häufiger. Und da will ich relativ frontal aufs Rathaus drauflaufen. Der Schweinereiter war leider sinnlos. Und ihr seht, die Queen läuft auch nicht wirklich dahin, wo er will. Wenn er jetzt ein bisschen Pech hat. Nein, er reagiert relativ... Oh nein, er reagiert zu spät. Nein, was machst du? Du machst alles noch schlimmer. Eieieiei, das wird hier ein richtig wilder Fight. Es ist aber noch nichts Schlimmes passiert. Er kann die E-Drache noch spielen. Die Queen kann da noch reinlaufen. Vielleicht kann das sogar noch gut werden, was da hier ist. Wenn die Queen jetzt nach oben steppt, die Queen steppt nach oben, holt jetzt hier erst die Clanburg raus. Steht leider aber im Single Inferno. Sehr, sehr schön. Freeze, der Gift passt. Er muss jetzt hier leider Dauer freezen, sonst wird das nichts. So, gut. Ein Freeze kann man da nochmal opfern und dann muss er jetzt den Single so schnell wie möglich rausholen. Höchstwahrscheinlich wird er die Queen dafür zünden oder er opfert sogar noch einen Freeze. Er macht das sogar auch. Kannst du dir nicht ausdenken? Zünd die Queen! Ihr habt gesehen, der Adler holt hier die Queen raus. Sehr, sehr schade. So, die E-Drachen gehen hier wunderprächtig durch die Base durch. Der Single Inferno holt dann hier leider nach und nach alle raus, wenn er nicht den Warden zündet und eventuell irgendwas draufschmeißt. So, auf der linken Seite, der King ist beim gegnerischen King leider down gegangen, habt's gesehen. Aber die Barbaren und das Jagd, die kümmern sich. Ja, Ehrenmänner hier. Wunderbar. Das kann sogar noch was werden, oder? Ich weiß es nicht, da sind auf jeden Fall noch ein paar Drachen drinne. Aber der Adler bleibt stehen. Das heißt, wenn der Adler stehen bleibt, werden die Drachen jetzt nach und nach dezimiert werden. Es sind sehr, sehr viele Bodenverteidigungen noch da. Das heißt, der Royal Champion wird dann auch rausgenommen. Die Heilers sind raus. Auch das werden hier leider nur hohe Prozente. Ist das mal ärgerlich. Da ist einfach der Queen Walk mal mega, mega. Man kann, glaube ich, sogar Kacke sagen gelaufen. Aber was willst du machen? Der Invis-Bahn versucht, das noch zu retten. Die Sneakies, die waren gut. Die hätten aber 2 Sekunden herkommen müssen, leider. Schade, schade, schade. So, Passinator kommt rein. Queen George Drachenreiter, okay. Hat eine hat eine Kaserne ausgewählt. Jetzt hat er die Blimp ausgewählt. So, von unten mit der Queen.
läuft da die Queen rein? Im Normalfall schon. Nein! So, ich glaube, er reagiert gar nicht schlecht. Er müsste jetzt aber irgendwas, wollte ich gerade sagen. Für. Was machst du? Freeze doch da. Sehr schön. Jetzt hat er natürlich schon den Royal Champion gespielt. Das war definitiv so nicht geplant. Gift, Gift, Gift. Oh, Invis, nein. Oh, das geht schief. Boah, jetzt hat er zwei X-Bögen auf sich. Und ihr seht, die Heiler sind schon richtig dezimiert worden. Die haben schon richtig einen auf den Sack bekommen. So, er spielt jetzt den King. Der King, der soll da, wenn es gut läuft, in den Adler reingedrückt werden. Aber das sieht so aus, als ob genau das passiert. Der Jump war natürlich hinten raus für die Queen. Die sollte da das Rathaus rausholen. Die Queen ist jetzt auch schon gezündet worden. Der Multi wird stehen bleiben. Die Queen ist raus. Adler wird rausgenommen. Wunderbar. Der King wird dann gleich gezündet werden. Lieber früher als spät zünden. Okay. Er kommt hier mit den Drachenreiter ins Rathaus rein. Warum auch immer. Er schafft es aber, die Drachenreiter außerhalb vom Rathauspolsen zu haben, in irgendeiner Form und Weise. Das war nicht schlecht. Und schaut euch an, der Multi wird auch noch... Wie hat er den Multi rausbekommen? Die Headhunter waren richtig gut. Wird das hier sogar noch ein Triple? Hör auf. Also, es wird kein Triple. Die Luftabwehr bleibt da leider links stehen. Oben hat er noch eine Tesla-Farm gegen sich. Das schaffen die zwei Drachenreiter nicht. Auch mit Warden nicht. Hat er aber definitiv mega reingehauen. Sehr gut, es ist glaube ich nicht ganz so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Die Queen sollte da sicherlich ganz woanders hin. Aber er holt die zwei Sterne hier für den Sieg. Glückwunsch an ESC Esports.